Hallo Leute und herzlich willkommen bei Mercedes. Willkommen zurück bei Mass Effect 1, die Legendär Edition. Wir retten noch immer diesen Planeten, der da so wunderschön am Horizont in Blau erscheint. Und hoffe, dass ich meinen Wagen wieder finde. Wo ist der? Wo habe ich meinen Wagen hingestellt? Die? Okay, die sind abgeschaltet zum Glück. Grotten. Da ist er. Bauhaupt in den Obgestöt. Sehr gut. Da oben steht er. Und dann schauen wir, wo wir hin müssen. Also diese Rettungsplaneten dauert ja schon einige Zeit. Hat jetzt schon zwei Folgen verschluckt. Schauen Sie, ob zwei, also drei oder vier werden. Zwei oder vier, rede ich wieder so viel Blödsinn, Leute. Ach Gott. Der Hashtag lernt mal reden in den Kommentaren schreiben. So, jetzt schauen wir auf die Karte. Hier waren wir ja. Hier waren wir aber. Waren wir hier? Hier waren wir nicht. Hier waren wir, oder? Hier waren wir. Aber hier waren wir nicht. Och. Nein, doch. Oh. Ich glaube, hier waren wir nicht. Wir können ja hinschauen. Jetzt nicht so weit weg. Wo ja da oben war ich wahrscheinlich. Das war das Fragezeichen, glaube ich. Aber ja, ist ja wurscht. Wir haben ja Zeit. Und mit diesem Gefährt komme ich eh überall rauf. Also fast überall. Auch noch ein bisschen schräg fahren. Und schon geht's. Und schon geht's da. Ja, das war die Reise. Um die Musik zu hören, hat sich schon ausgezahlt, hier raufzufahren. Gut, dann fahren wir hierher. Wie die Musik. Gut, dann fahren wir halt weiter. Ich habe keine Ahnung. Ob man die Mission machen muss, ob ich die beim ersten Mal. Ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder verwirrt. I am verwirrt. Aber das ist nicht euer Problem. Ich schaff's aber trotzdem noch jedes Spiel. Das ist das Komische an mir. Ich bin ab und zu echt ein bisschen verweilt. Das sind wir ja. Mo.
klarkomme, damit sich überhaupt mal öffne. Naja, noch geht's mal gut. Drüben ist noch eines irgendwo. Ich habe noch keinen Schaden genommen. Irgendwo da ist noch eines. Hier sind sogar drei. Nee. Alle kaputt. Irgendeines muss noch okay sein. Nein. Sehr gut. Umgruppieren. So, Ausrüstung. Ich will auch meinen Hut, meinen Helm nicht. Wie habe ich denn das wieder eingestellt? Ich habe ja auch meinen Helm hier. Wenn ich reingehe an. Oh. Wollte ich nicht. Ah, hier, Helm. Magnet. Magnet. Fitness freischalten. Oh. Und ich kann auch steigern. Aber was nehme ich denn? Ich liebe mein Sturmgewehr hier. Und werde auch das hier nach oben pushen. Meisterhafter Overkill. Yeah! Dass ich viel zu wenig einschätze. Das machen wir mal jetzt hier. Ich habe schon wieder alles verlernt. Hier. Ich habe eine neue Waffe. Oh, oh. War gerade wie so ein schlechter Film. Kurz vor mir geht er drauf. Die armen Hund eigentlich. Also, ich glaube, ein Hund ist es nicht, aber irgendwas. Ich glaube, mein Tier. Irgendwo muss noch einer sein. Ja, ist jetzt tot. Ist tot, Jim. Das kann ich wahrscheinlich ja Fähigkeit zu gering. Kiste mit Granaten. Und wieder auf. Vielleicht eher alle gleich aufgebaut hier. Thank you.
Im nächsten abgeschaltet. Und damit ist auch der Weg frei zum letzten. Bleiben Sie da stehen! Das hier muss nicht in einem Blutbad enden! Hat mein Blutblatt Bad geendet. Oh, hi. Was los, Feuer? Dann ziehen die alle ihre Waffen weg. Oh, hi. Kommt nur, Schweine! Alright. Ein riesiger Rocket. Sieht das geil aus? Weiter. Alle Ziele neutralisiert. Ich habe eine Schlüsselkarte gefunden. Gut. Das war da jetzt sogar sehr gut. Das war ohne Probleme. Karte. Wir gucken hier natürlich noch her, bevor wir zum letzten fahren. Und vielleicht ist auch alles tot. Eintrag Forschungsstation 2, Protokoll von Forscherleiter R. Montoy. Die Kommunikation ist abgerissen, in der Nähe der Hauptanlage landen unbekannte Shuttles. Am Horizont waren Lichtblitze zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, sie stammen von schweren Geschützen. Ich werde jetzt gemäß der Notfallvorschriften die Abbedrohung scharf machen und werde nicht auf meine Abholung warten. Ich werde der Sache nachgehen. Da bin ich auch dran. Die Abwehrdrohnen. Gut. Hülle ist ungeschützt. Sehr schön. Oh, wo ist der Typ? Ich doch hier. Und nach Osten. Nach Osten. Haben wir irgendwo Osten? Nie ohne Seife waschen. Problem ist es nicht eher gar nicht.
Geben Sie mir Deckung! Sein Anlass macht dabei durch einen einzelnen Schuss, der sein Helm durchschlug. Wahrscheinlich von einem batterianischen Scharfschützen. Wer ihn auch getötet hat, machte nicht mal die Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausdruck über sich. Aha. Prost, Leute. Muss er sein. So. Aber wie kann ich eigentlich die anderen Sachen hier anlegen? Ah, hier. Unten. Das. Granatwerfer. Ja. Da hab ich nix. Das ist auf jeden Fall scheiße. Das ist eine Scheißkiste. Ich hab natürlich, was ist jetzt, ich gebe ihr einen Hammer. Der Hammer ist geil. Ich hol mal einen Hammer. Ah, Rüstung. Schilde. Nee, bringt auch nicht wirklich was. Gucken wir nochmal auf Liara. Nicht alles mehr Schaden, dafür sind andere Sachen, nicht so gut. Aber die ist nicht schlecht. Gut, dann auf zum Atem, zum letzten. Sehr gut. Die Frage, wo muss ich hin? Hier? Auf dem Weg. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Einsatz Overkill. Einsatz Overkill. Ich weiß nicht mehr, wie man die Granaten einsetzt. Runter jetzt! Mit X. Junge. Seid ihr ja so aggressiv hier?
Nicht erwischt. Wir gehen nicht weiter. Volle Deckung. Meine Recken. Das ist irgendwie leichter geworden. Ich habe nichts an den Waffen. Ich habe keine Ahnung. Was ist hier? Ist doch nichts. Alle Ziele eliminiert. Gut, da hinten gibt's rauf. Kann man nicht rein. Oh, nicht. Gebiet gesichert. Hier rein. Na, nicht wirklich. Hallo? Noch jemand. Stark. Ihr Menschen. Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Lassen Sie die Geiseln gehen. Dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde... Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batterianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können? Abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt, mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir, das wussten wir. Und auch der Rat wusste das, aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld, Sie und Ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Ging es auf Elysium darum, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Tja, das habt ihr geschafft.
Und als wir antworteten, seid ihr feige weggerannt. Jetzt wollt ihr das alles von vorn anfangen lassen? Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn sie wollen, dass ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten sie zur Seite treten. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn sie ihre Freunde retten wollen. Alles sicher, Commander. Alle haben wir 10 Minuten Zeit. Ach, geht das geheißen? Da muss noch irgendwo eine sein. Da ist sie. Ich muss hier, darf mich nicht verdrücken. Kein Kontakt, Shepard. Komm ich hier raus? Wir haben die Schilde verloren. Schilde. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Ich hab's geschafft. Er ist verschwunden. Hat das seine Richtigkeit? Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit ihrem Team? Balak hielt sie als Geisel. Ich habe ihn gehen lassen, um sie zu retten. Einen Terroristen gehen lassen oder Unschuldige opfern? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste. Werden Sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Ja, das könnte er. Balak schien mir praktisch veranlagt zu sein. Praktisch, aber hartherzig. Wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, wären Miss Bowman und alle anderen Terroristen sicher längst tot.
Aber ich werde keine Leute opfern, die zufällig zwischen mich und mein Ziel geraten. Und wie geht es jetzt weiter? Die Bösen kommen davon? Waren Sie mal jagen, Simon? Haben Sie sich mal an ein Tier herangepirscht? Nicht, dass ich wüsste. Ein Tier zu jagen erfordert Geduld und Disziplin. Ich werde warten, bis dieser Batterianer sich wieder sehen lässt. Ich werde mich auf ihn stürzen und dann gnade ihm Gott. Aber sowas von. Ich werde ihn töten. Verstehe. Gut, dass Sie nicht hinter mir her sind. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Gerne. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit, zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Leichte Menschenrüstung, mittelschwere Menschenrüstung, schwere Menschenrüstung. Ich will eine mittelschwere Menschenrüstung. Ich brauche diese schwere Rüstung. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Oh, keine Ahnung. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Ja, alle. Jedenfalls Ihre Leichen. Oh, verstehe. Nun denn. Ist wohl besser so, als im Ungewissen zu sein. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. So, befreien wir hier alle. Kommt raus. Unglaublich, dass Sie Bala gehen ließen, um uns zu retten. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass Sie uns sterben lassen. Ein Paar zum Wohle aller Opfern. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batterianer. Außerdem wird Balak nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er kann nicht ewig weglaufen. Tja, jetzt klingen Sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. War Ihr Bruder derjenige, den Balak umgebracht hat? Ja, Aaron. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Shepard. Commander Shepard. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Was können Sie mir über die Batterianer sagen? Was wollten Sie mit dem ganzen Theater hier erreichen? Ich glaube, das wissen Sie selbst nicht. Als Sie eintrafen, hieß es, dass Sie uns auf Ihr Schiff bringen wollten. Sie wollten uns als Sklaven verkaufen. Als Balak dann auftauchte, änderte sich alles. Es war seine Idee, den Asteroiden umzuleiten. Er sagte, das wäre der Wille der Batarianischen Rebellion, was auch immer das sein mag. Sie befolgten seine Befehle zwar umgehend, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie sind nicht alle so fanatisch wie er. Das war sehr tapfer von Ihnen, Kate. Sie haben Ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als Sie mich über Funk kontaktierten. Sturheit und Zielstrebigkeit liegen in der Familie. Mein Vater gehörte zur Allianz der Erde. Ich glaube, er war enttäuscht, als ich keins seiner Kinder verpflichtete. Dennoch wäre er stolz gewesen auf Aaron. Tut mir leid. Ich bin nur... Ich bin okay. Wie ist der Asteroid hierher gekommen? Warum wurde niemand früher alarmiert? Der Asteroid sollte in 1 oder 2 Tagen eintreffen. Balak hat die Sache nur beschleunigt. Dieser Felsbrocken ist voller wertvoller Mineralien, aber er war zu weit von Terra Nova entfernt, um sie abbauen zu können. Also brachten wir einige Fusionsraketen an und machten uns auf die Reise. Alles verlief problemlos bis... Ja, bis... Bald wird alles wieder in gewohnten Bahnen ablaufen. Fast alles. Ich muss jetzt gehen. Sie haben viel durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß das zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen. Ehre! Entschuldigung, oder? Ich habe ja...
eine neue Rüstung bekommen. Kann nicht anziehen. Warum kann ich nicht anziehen? Hallo? Geht nicht. Naja, weg. Ich werde hier noch abhauen und auf mein Schiff zurückkehren. Wenn ich den Ausgang finde, dann nicht, werden wir hier. Das ist lang. Und so. Das war ja die letzte Armageddon-Folge wahrscheinlich. Und so. Hat eh lang genug gedauert. 3 Folgen lang eine Geschichte. Ich finde das geil. Er ist entkommen, aber ich garantiere euch, wir werden uns ihn holen. Hallo? Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Sie getan haben. Für uns alle. Oh, ich hab's geschafft, oder? Ja. Oh, das ist noch was. Achso, nee, das ist die Vorstellung. Gut. Dann steige ich mal wieder aus, weil ich nämlich bin zurück zur Normandie. Gut, wir haben Terra Nova gerettet. Und damit war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Donnerstag geht's dann weiter. Und vielleicht schaue ich mich dann meinem Schiff um. Aber sonst geht's mit den Hauptmissionen weiter. Und bis bald. Bye, bye.